Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen MW3 Gameplay auf meinem Kanal. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, spiele ich hier ein Herrschaftsgameplay auf Hardhead mit meiner G36C und natürlich habe ich auch die allseits geliebte FMG 9 Akimbo dabei, weil ich von vornherein wusste, diese Gegner hier spielen die auch, also von daher habe ich mich da gar nicht groß aufgeregt und mich nicht hinreißen lassen. Aber das nur am Rande erwähnt, das ist nicht unbedingt Schwerpunkt dieses Videos. Es geht eigentlich um Folgendes, und zwar bezieht es sich heute hier so ein bisschen auf die Upload-Zeiten meiner Videos oder den Upload der Videos überhaupt. Da wird sich ein bisschen was für euch ändern, nicht gravierend, nicht schlimm oder sonst irgendwie. Aber der eine oder andere weiß ja bereits, dass ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe, dass ich also nicht mehr da bin, wo ich vorher war. Und da im Moment ein bisschen viel zu tun ist, etwas stressig ist und da auch ein bisschen Einsatz gefordert ist, werde ich mich natürlich da auch dran halten und mich da dementsprechend einbringen. Und das Ganze sieht dann für mich halt folgendermaßen aus, dass ich um 10 vor 6 morgens anfange zu arbeiten bis 16.40 Uhr. Ich habe so ungefähr eine halbe Stunde Hinfahrt und eine halbe Stunde Rückfahrt. Und da kann ich natürlich sagen, ich kann jetzt nicht irgendwie tagsüber ein Video hochladen, sollte euch auch klar sein. Oder am frühen Nachmittag geht es im Moment dann auch nicht mehr. Das heißt, entweder lade ich später abends hoch, so zwischen 20 und 21 Uhr vielleicht. Oder ich bereite das Video, wenn ich nach Hause gekommen bin, erstmal vor. Render das soweit und lade es dann morgens, wenn ich aufstehe, kurz hoch, dass es euch gleich früh morgens zur Verfügung steht. Das ist jedenfalls mal so mein Plan. Es kann natürlich auch durchaus dann mal sein, dass ich sagen muss, okay, ich schaffe es heute einfach irgendwie nicht, dass vielleicht mal der ein oder andere Tag wirklich mal ein Ausfall ist und ich dann sagen muss, okay, ich kann jetzt heute wirklich kein Video bringen, es passt einfach zeitlich nicht, weil ich ja auch noch außerhalb meiner Arbeit und außerhalb von YouTube ja auch noch ein bisschen was machen muss. Es geht ja nicht nur um diese beiden Themen im Leben, sondern auch noch um ein paar andere Dinge. Aber ich wollte euch da vorab mal informieren, nicht, dass ihr euch wundert, warum jetzt mit einmal zu so merkwürdigen Zeiten vielleicht hochgeladen wird oder warum jetzt mit einmal an einem Tag jetzt kein Video kommt, wie auch immer. Das hat also seine Gründe und ich hoffe, ihr habt da auch Verständnis für, versteht das, dass da das Real Life in solchen Dingen dann auch mal vorgehen muss. Und das ist, denke ich mal, für jeden auch einsichtig. Wenn es mir möglich ist, wie gesagt, versuche ich das halt so zu handhaben, dass ich das Ganze vielleicht am frühen Abend aufnehme und render und dann am nächsten Morgen, wie gesagt, hochlade. Größere Auswirkungen hat das für euch dann natürlich als Zuschauer und Abonnenten nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist gut. Also ich werde jetzt wahrscheinlich innerhalb der Woche auch nicht mehr livestreamen können, weil es mir da einfach an der Zeit mangelt. Und dementsprechend bin ich natürlich auch nicht mehr so präsent auf dem Teamspeak-Server. Ist ja auch ganz klar, aber ich sag mal, es sind genug Leute da, die auch Adminrechte haben, die da auch Sachen entscheiden können, mit denen ich mich natürlich dann auch abspreche. Und das wird auch alles weiterhin seinen gewohnten Gang gehen. Ja, was gibt es sonst noch sozusagen? Die Bewerbung werde ich mir natürlich weiterhin angucken für DNO, ist ja logisch. Wenn ich dann auch vielleicht nicht mehr jeden Tag 10 Stück schaffe oder 5 Stück oder wie auch immer, weil es halt auch eine zeitaufwendige Sache ist. Aber ich versuche da irgendwo zeitnah am Ball zu bleiben und werde auch zusehen, dass ich da die Verantwortlichkeit vielleicht auch noch ein bisschen ausweite, dass der eine oder andere, der schon länger bei DNO ist, so wie der Dr. Brocker, der das ja sowieso auch schon macht, da vielleicht auch den einen oder anderen dann anschreiben kann, wenn wir uns da abgesprochen haben, dass das da alles zügig vonstatten geht. Und ich bitte da auch nochmal wirklich alle um Geduld. Es ist eine Mammutaufgabe und ich denke mal, das kann sich jeder vorstellen, dass es halt nicht so einfach ist, sich das immer alles genau anzugucken. Man möchte ja auch jedem gerecht werden und jedem auch wirklich die Chance geben, sein Video, dass man sein Video genau unter die Lupe nimmt, guckt, wie er spielt. Und ich bekomme natürlich auch das Feedback von den DNO-Leuten, wenn jetzt Bewerber auf dem TS sind und mit den DNO-Leuten schon spielen, bekomme ich natürlich da auch eine Rückmeldung, wo das Ganze natürlich noch ein bisschen unterstützend mit einwirken kann, wo, wenn ich dann höre, ja Mensch, der macht sich eigentlich hier gut und der fügt sich hier gut ein
Und das passt alles, hat das natürlich auch einen positiven Aspekt für das Ganze. Ja, dieses Gameplay, wie ihr vielleicht so an den einen oder anderen Namen gesehen habt, habe ich ohne die DNO-Jungs gespielt, mal wieder ganz alleine. Und ja, ist eigentlich mal ganz lustig. Es ist nicht immer so ganz einfach, weil ich das ein oder andere Mal dann hier dann doch am Fluchen war und auch am Fluchen bin. Wenn es mit den Flaggen halt dann nicht so funktioniert, weil die Positionen da halt nicht klar sind und keiner so ganz genau weiß, wie es laufen soll. Aber letztendlich in der Runde hat es ganz gut geklappt und ich war da auch eigentlich mit zufrieden. Ich werde jetzt vielleicht auch gucken, dass ich dann demnächst mal ein bisschen mehr von Battlefield 3 bringen kann. Weil da habe ich auch schon so die ein oder andere Mail bekommen und die Leute wünschen sich das natürlich auch. Und die wünschen sich natürlich auch, dass durch MW3 jetzt nicht meine Let's Plays irgendwo ins Hintertreffen geraten. Also da möchte ich dann auch nochmal darauf hinweisen. Das wird natürlich nicht passieren. Ich werde die genauso gewissenhaft weiterführen und versuchen, in gleichmäßigen Abständen und Reihenfolgen dann hochzuladen, damit auch wirklich jeder auf seine Kosten kommt. Und ich sage ja, es gibt halt Abonnenten, die haben mich wegen den Let's Plays abonniert, es gibt Abonnenten, die haben mich wegen COD abonniert und ich kann natürlich nicht hergehen und sagen, ist gut, ich mache jetzt jeden Tag ein Video davon und ein Video davon. Das ist einfach zu zeitaufwendig und das denke ich mal, jeder, der von euch selber auch Videos macht oder schon Videos gemacht hat, weiß, dass das nicht mal eben in 5 Minuten gegessen ist oder erledigt ist. Da braucht man schon so ein bisschen seine Zeit. Gerade das Rendern, das Hochladen ist ja bei mir nicht mehr so das Problem. Das geht eigentlich relativ flott von der Hand. Aber gerendert werden muss der ganze Kram ja trotzdem. Und da hat man also relativ wenig Einfluss, wenn es in einer einigermaßen vernünftigen Qualität dann auch hochgeladen werden soll. Ja, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Wie gesagt, alles, was DNO betrifft, Bewerbungen an alle nochmal. Es gibt keinen Bewerbungsstopp. Ich weiß nicht, wer da irgendwie was in die Welt gesetzt hat, weil mich viele angeschrieben haben. Kann man sich überhaupt noch bewerben? Es gibt auch einen Bewerbungsstopp und so weiter. Also, soweit es den PC-Bereich betrifft, gibt es im Moment noch keinen Bewerbungsstopp. Und ich bitte auch nochmal alle diejenigen, die ich jetzt auch angeschrieben habe, die es mit ihrer Bewerbung geschafft haben, sich dann auch mal mit den anderen Jungs auseinanderzusetzen, auf dem TS zu treffen und mit denen zu spielen, weil ich finde es so gesehen nicht fair, anderen gegenüber sich für DNO zu bewerben. Und dann, sage ich mal, den Clan-Tag zwar zu tragen, aber niemals mit den anderen zu spielen. Und das eigentlich schon bei einigen seit Wochen. Da bitte ich dann auch mal, falls der ein oder andere sich da angesprochen fühlt, mir eine kurze Rückmeldung zu geben, ob da jetzt überhaupt noch das Interesse besteht oder wieso, weshalb, warum man sich dann für DNO beworben hat, wenn sowieso nicht mit den DNO-Lern zusammengespielt wird. Also da möchte ich noch mal ein bisschen darauf hinweisen, weil letztendlich nehmen die Leute, die sich nur für DNO beworben haben, um halt sagen zu können, ja, ich bin im DNO-Clan, die nehmen den Leuten nachher letztendlich die Plätze weg, die wirklich auch mit den anderen spielen wollen. Und da bitte ich dann noch mal wirklich drüber nachzudenken. Es sind so einige dabei, die wirklich, ich sage ja, sich beworben haben, die es eigentlich auch geschafft haben, ein gutes Gameplay geliefert haben, aber sich halt einfach irgendwo nicht rühren, sich nicht mit den anderen auseinandersetzen, sich nicht auf dem Teamspeak-Server melden, andere DNOler nicht adden oder wie auch immer. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dafür ist es eigentlich nicht gedacht gewesen. Es soll ja eigentlich für euch die Möglichkeit sein, mit anderen zusammen in einem gemeinsamen Team zu spielen und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Und wenn man dann irgendwo einen Platz blockiert, weil man es sowieso nicht wahrnehmen möchte, finde ich das ein bisschen schade. Also da, wenn da wirklich jemand dabei sein sollte, es gibt immer Ausnahmen, wo ich auch angeschrieben worden bin, wo gesagt wird, ich schreibe jetzt gerade Diplomarbeit oder ich muss mich im Moment auf das und das vorbereiten. Ich bin die nächsten 3, 4, 5 Wochen
Jetzt vielleicht mal nicht online oder ganz wenig nur online. Natürlich, solche Dinge gehen immer vor, aber wenn man sich dann natürlich gar nicht rührt, finde ich das ein bisschen schade. Und da kann ich ja vielleicht darauf hoffen, dass von dem einen oder anderen da noch eine Rückmeldung kommt. Ja, das Gameplay geht hier zu Ende. Die Killcam macht hier mein Geschütz zum Schluss. Es war eigentlich eine ganz geschmeidige Sache. Ich glaube, ich sehe das hier nur ganz klein. 26 zu. Ne, 24 zu 16. Sorry. Geht das Ganze hier für mich aus. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren ziemlich viele Informationen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Dirty Harry.